Aber geil gebaut. Okay, er bringt ihn halt einfach. Das Ende musste noch sein, da ist der Checkpoint, der wohlverdiente. Ja, und außerdem, wieso habe ich nicht einfach den hier gemacht? Ach ja, deswegen, okay. Hör auf! Das sind die alle. Läuft ganz gut bis jetzt. Mhm, ist geil. Macht auch richtig viel Spaß. Willst du auch mal? Nee, nee, mach ich nochmal. Mhm. Ja. Ja. Ja, Hammer. Oh. Er hat den fast. Alter. Ich hatte nur noch so einen kleinen. Ja, du hast die Scheibe getroffen. Die Musik ist mega geil, ja, wahrscheinlich ist die mega geil. Die Mucke macht einen nur aggressiv, wenn du mich fragst. Der war schön. Der war auch schön. Hat alles funktioniert. Yes! Oh, komm schon. Jo, Leute. Was geht ab? Ah, was für wieder für ein Tag. Wie geht's allen? Ich hoffe, es geht allen gut. Es wird keine allzu lange Session geben, weil ich morgen früh raus muss. Aber ich muss noch mal rein. Es geht nicht anders. So, genau. Meine erste Amtshandlung ist einmal zu gucken, ob hier jetzt wirklich Ende ist. Und dann wird mal ein bisschen die Map abgeklärt. Ja, moin, sind Sef. Geiles Shirt, ne? Ja, Mann. Oh ja. So, einmal kurz jetzt hier. Oh, der Double Jump hat direkt geklärt. Und hier unten war ich halt nicht, ne? Deswegen da dachte ich halt, hier ist doch bestimmt noch irgendwas. Und da ist halt auch was. Hä? Wieso komme ich hier nicht rein? Genau bei dem Stein aufgehört hat bei dem Geier. Na nice. Und hast den Geier schon gelegt? Was ist das hier? Wieso kann ich mich da nicht reinziehen? Macht den Geier, lohnt sich. Ach scheiße. Ich meine, ich mache ihn ja eh, ne? Aber, Bock auf die zweite Phase hab. Ah. Vielleicht hast du ja noch ein paar gute Tipps ausarbeiten können. Ey, also hier ist was, aber man kommt nicht rein. Meteoritenschau mit Double Jump ist leichter. Ja, okay, glaube ich. Und weißt du auch, was hier los ist? Was das hier ist? Zweite Phase ist so geil. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Okay, also hier ist was, aber man kommt nicht, man kann nichts machen. Also die Frage, sollte ich mir das markieren hier? Mal mit Gelb. Geht nichts, ne? Ja, ich markiere es mal, vielleicht kommt da irgendwann noch was, aber... Ah, ja, doch zum Stein. Ja, moin, Sky.
Was geht? Von mir kommt man halt einfach so rein. Das muss ja auch so ein Porter sein. Sieht ja identisch aus. Krass. So. So, das erste, was ich abchecken will, bevor ich dann mal die Map von vorne einfach mal wieder durchgehe. Oh, ist Wasser holen. Sekunde. Mach mal direkt den Geier, ne? Ich mach den heute, aber nicht direkt. Sekunde. Nur 5 Tries gebraucht. Ja, soll ich ihn doch direkt mal probieren? Ja, warte, eine Sache will ich zumindest, bevor ich das nämlich vergesse. Wo ist hier formlose Wüste? Was ist hier? Weil eine Markierung habe ich mir, glaube ich, weggemacht, die ich nicht vergessen will. Und danach gehen wir zum Geier. Ist das hier? Ja, das hier. Das mache ich einmal kurz. Wäre besser so. Also das gibt irgendwas, was halt nützlich ist. Das willst du damit wahrscheinlich sagen, ne? Und was ist das hier für ein Müll? Warum komme ich hier nicht... Da hinten ist was Lilanes, aber ist es das? Ganz hier wieder. Geil. Das ist der Pfad der Schmerzenpassage, für die ich über eine Stunde gebraucht habe. Weil du es ohne Double Jump gemacht hast, okay. Aber GG, Mann, dass du das dann ohne Double Jump gemacht hast. Dann werde ich das ja wohl jetzt schneller schaffen, oder? Mit Double Jump. Vor allem da die Stelle gerade, wo man runterfällt, ist ja super hart ohne Double Jump. Also ohne da den Fallschaden. So, der Anfang ist easy. Fuck. Yo, Wilson, moin. Ryan geht mit dir auf den Rummelplatz. Mega anstrengend ohne Double Jump, glaube ich. Also allein die Stelle da gerade, wo man runterfällt. Der Anfang ist ja komplett clean hier, ne? Das ist ja komplett easy. Aber da der Abwärtsweg. Das war gerade nur ein Test.
Okay, ist das Simpsons? Dann müsste ich das eigentlich kennen, aber nee, Grime aus Simpsons? Kenn ich nicht. So. Oh, jetzt gönn aber Spiel, du gönnst. Naja, okay. Ist es cool, aber am liebsten hätte ich natürlich eine geile, seltene Waffe oder so. Und jetzt? Mr. Grimes, komm, das kann ich da kurz in die Serie und Homer fuckt ihn hart ab, okay. Nee, ist mir tatsächlich gerade gar kein Begriff. Oh, zweimal vollständige Hülle. Ja, war's das schon mit Vaterschmerzen, oder was? Oh! Wow. Und hier war ich ja schon, ne? Hier ist nichts Neues. Das war's. Okay, nice. Dann können wir jetzt zum fröhlichen Geier gehen. Wow. Aber sie ist wenigstens auch schnell noch ein Level ab oder zwei rausgeholt. So, teleportieren und das ist. Kinderbett der Traumnebel wahrscheinlich. Ja. Sorry. Einmal kurz die beiden aufgeknackt. Ich dachte, weißt du, ich dachte mir, komm, cool, ein bisschen gemütlich, noch ein bisschen die Map aufdecken. Und dann nötigt mich Sepfik hier direkt wieder für die Belastungsscheiße. Aber gut, was willst du machen, ne? So, die beiden. Jetzt bräuchte ich 2000. Ich bräuchte noch 2000, dann hätte ich noch ein Level up. Habe ich zufällig noch irgendwie so ein. Guck mal, 600. Wie mir einfach 32 Dinger fehlen. So. Plus 0,7. Oh, ist aber auch immer knieslich, ne? Da musst du echt schon einige Punkte drauf machen, damit das wirklich mal, damit du wirklich mal damage-mäßig austeilen kannst. Okay, Leute, seid ihr bereit? Bock auf Geier? Wer hat Bock? Es geht los. Ach so, da kommt ja noch mal der Schlag hinterher, ja. So wieder kurz ein bisschen dran gewöhnen an die Mühle. Shit. 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 Rot.
Ah, der Fuß. Okay, also genau, also in der Seffel, hau alle Tipps raus, hau alle Tricks raus. Gib noch einen kleinen Trick. So, nach zweimal Schlagen in der Luft kannst du noch einmal Dreieckschlag machen. Okay, schon mal ein geiler Call, okay. Weiter, raus mit den Tricks. Raus mit den ganzen faulen, miesen Tricks. Das war jetzt auch wieder, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen, ne? Ist ja klar. Und das Geile ist halt auch, durch den Double Jump kann man immer schön sein Auge eigentlich erreichen, ne? Du was? Perfekt. Und auch immer zwischen den beiden Parries kann man ihm einen Hit noch geben. Das ist auch geil. Und dann kommt der Fuß. Zumindest rechnet man am besten immer mit dem Fuß. Ich habe noch gedrückt, aber es war... Okay, Parrys erste Phase, geil. Da war wieder der Fuß. Zu früh. Zack. Und dann aber der Fuß. Okay. Was ist das denn für ein... Mach was Normales, bitte. Zu früh. Rot. Ziehen. Klatsch. Oh. Okay, aber ich fühle ihn 50% mehr. Nur seine komischen, nicht normalen Attacken. Die normalen sind alle geil. Meteoriten kommen mit dem Double Jump viel einfach auszuweichen, auf jeden Fall. Dem noch Hits geben. Ja, habe ich gerade erst am Ende gemacht, aber ja, auf jeden Fall mit Double Jump viel geiler auszuweichen. Okay, der war doch schon ziemlich gut bearbeitet gerade, ne? Na, jetzt habe ich das Ding verschenkt. War zu weit weg.
ich hab. Boah. Der Panic Parry, da war er wieder. Ah, der rote. Und der Fuß? Kein Fuß, okay, kein Ding. Der Fuß wieder. Habe ich hier einen Free Hit? Nee, ne, habe ich nicht. Okay. Ah, den hätte ich blocken können. Oh, kann man den blocken oder nicht, den Regen? Fuck. Komm schon! Kommt noch irgendeine Scheiße? Wahaha! Wahaha! Geiler Boss! Ultra geiler Boss! Also auch der Meteorregen mit dem Double Jump hat richtig Bock gemacht. Der Wirt. Besiege den Surrogatgeier. Mhm. GG, danke. Schweben. Lava oder nicht? Du kannst jetzt R in der Luft gedrückt halten, um zu schweben. Alter. Okay, jetzt ist ja komplett vorbei, oder? Jetzt ist das Spiel doch komplett broken. Jetzt kommst du ja überall hingesegelt. Zum Beispiel hier runter. Aber da will ich gar nicht runter. Ich will nämlich hier oben. Oh, oh, oh. Die Frage ist nur, ist auf dem Zwischenweg hier irgendwas? Ah, okay, kann ich ja gleich machen, weil hier unten muss ich ja eh noch abchecken. So, das machen wir also alles gleich. Viele Passagen wird es erleichtern. Ja, auch gerade allein schon diese eine Fallpassage beim Mini-Pfad der Schmerzen. Hätte man da auch ganz locker runtersegeln können, weißt du, dann ist es ja komplett geschenkt. Nice. Jetzt brauche ich ja nicht mal mehr das. Jetzt kann ich ja einfach. Ja. So, als erstes mal kann der mit weg. Denn der wird jetzt geklärt.
Okay, jetzt hat man ja endlich gewonnen. Endlich ist man komplett im Movement, so wie man es haben will. Easy, first try. Wow. Ja, jetzt wollen wir noch mal sehen. Weil der wäre ja auch schon wieder relativ schwer hier ohne den Segler, ne? Wow. So, was da unten ist, da unten geht's rein. Da unten wäre es aber auch noch mal reingegangen. Das ist ja schon ätzend. Wow. Na, tu es! Junge. Erst unten. Habe ich ja wieder alles richtig gemacht, ne? Okay, warte, warte, irgendwas checke ich noch nicht. Was ist, ja. Bleibt der hier? Ah, weil er wieder weg ist. Kann ich ihn schießen irgendwie? Nee, okay, muss schnell sein. Kann ich erst unten sogar noch vielleicht machen? Nee, nee, warte, jetzt bin ich ja den ganzen Weg schon gegangen. Dann gehe ich lieber gleich nochmal dahin. Aber wir merken uns. Wo war denn gerade dieses erst unten? War das hier irgendwo? Na, egal, würde ich gleich noch rausfinden. Ach, fuck it. Kurz warten. Mann. Was ist da? Wieso? Also der moved halt wie ein Stück Scheiße. Du kannst doch jetzt alles. Wieso machst du denn jetzt so ein Pin? Oh. So, jetzt einmal bitte vernünftig moven, wenn es geht. So. So.
So. Gibt kein Problem. Sichelrückenbrust. Rückenbrust. 7,5 Resonanz und 7,5 Leben, ja, brauche ich nicht. Aber ich denke auch mal, es wird eine Trophäe geben für alle Rüstungssets oder sowas, ne? Und spätestens dann ist es auf jeden Fall gut, alle zu haben. Ach, guck mal an, jetzt bin ich hier in dem Aufzugsraum. Okay, nach oben kommt man nicht. Der nächste Ausgang wäre linksseitig. Sichelrückenhände. Die liegen auch immer oft nah beieinander, habe ich das Gefühl. So, und das wäre jetzt der Shortcut und hier war ich halt schon, ne? Genau. Ja, doch, von hier kam ich wahrscheinlich immer runter und hier unten ging es zu einem Map-Ding. Ja, okay. Alles wunderbar. Jo, Dari, alte Mühle. Erste Farbstunde absolviert. Und wie war's? Hat Bock gemacht? So, der nächste ist auf der rechten Seite. Okay. Also noch ganz. Mega Shirt, ne? Ja, Mann. Er sagt, alles sieht gut aus, außer dass ich immer mit Kupplung Gas gebe. Okay. Ja, brauchst du ein bisschen üben, dann geht das fit. Erst 5 Minuten Megapuls. Ja, kann gut sein, ich weiß gar nicht mehr, mein erstes Mal Autofahren. Also mein erstes Mal in der Fahrschule Autofahren war halt nicht mein erstes Mal Autofahren, sagen wir es mal so. Deswegen war ich da gar nicht so aufgeregt, glaube ich. Hilf Shidra, hilf. Der Erhaltung. Halte das Kind auf, halte den Vertrau nicht jenen, die leben wollen. Ah, sagen Sie, das hatte ich schon öfter gehört. Denn ihr Fortbestehen ist die Verleugnung meiner eigenen Existenz. Gestohlenes Leben, gestohlener Atem. Verstreut wie meine Gedanken. Das bin nicht ich. Ey, du Sack. Broccaroni. Okay, und hier ist jetzt eh kein weiterer Zwischenweg mehr. Wunderbar. Dann kann ich jetzt hier locker runter. Wir bringen natürlich den gemütlichen Segler. Und jetzt können wir hier nach rechts noch. Ah, so. Hallo, Leute! Nicht alle gleichzeitig. Leute! Nicht sterben jetzt. Na, gute Idee. Das war eine gute Idee. Leider hat es nicht funktioniert. Jetzt muss ich den ganzen verschissenen Drecksweg nochmal gehen, ne? Aber wieso ist da die Map nicht aufgedeckt, frage ich mich. Ich bin da ja sichtlich hergegangen. Da war auch dein Endende beim ersten Mal, ja. Das ist halt auch. Ich meine, ich hätte. Ne, das ist nur ein Ortspunkt. Ich habe doch keinen Stein auf dem Weg, wo ich mal kurz zwischenhalten könnte, ne? Ist halt wieder super geil. Und hier geht's aber noch hoch. Ich muss da auf jeden Fall nochmal hin. Jetzt kann ich aber dann dieses erst unten noch machen. Ne?
Warte gleich mal beim Stacheldraht-Slalom. Kann ich machen. Ist es der hier, den du meinst? Ist das der Slalom? Okay, und was soll ich machen? Also, warum soll ich warten? Ich will nicht warten, ich will jetzt spielen. Ganz unten ist so ein langer Draht. Da bin ich beim Fallen durchgedasht. Hier oder was? Ach so, wenn man so schnell fällt, aber warum sollte man das wollen? Ja, okay, aber was soll das bringen, ist die Frage. Also du meinst diesen Draht hier. Aber warum sollte ich da... Ach so, wegen der Passage im Palast, dass man da irgendwie durchschießen kann durch den Draht. Ja, okay, das... Oder irgendeine Methode, indem man da schnell drauf fällt und dann funktioniert das vielleicht. Das könnte natürlich sein. So, jetzt erstmal unten. Gerade gehe ich nicht auf den Sack. Ja, jetzt kann ich da hoch oder halt hier runter segeln, ne? Mann, du Stück Scheiße, blumengeficktes Vieh, Alter. Er ist ja ultra schwer. Also die Gegner einfach sind so schwer. Aber eigentlich geht's, ne, dass die Blume oben runterziehen, dann ist er schon halb tot. Dann rausziehen aus dem Boden, ein vernünftiger Parry und dann hast du es eigentlich. Der Parry muss halt sitzen. Ja, teste das gerne mal und dann sag mir, ob man da in dem Palast durchkommt an der Stelle. So, ich mache jetzt erstmal unten. Und dann gibt es hier oben ja auch noch. Okay, selbst ohne Parry, wenn die alleine sind, gehen die fit. Neuen Miniboss gefunden, okay, nice. Aber es ist eh auch, ne, du müsstest ja, also ich vermute ja mal, dass man eine Trophäe dafür bekommt, wenn du alle Jagdpunkte bekommen hast, ne? Das heißt, wenn du alle Minibosse gefunden hast. Also wird man wahrscheinlich mitbekommen, wenn man den letzten gefunden hat. Alter, man kann die sogar in einer Tour wegslashen.
wenn sie alleine sind und man sie überrascht. Junge, geh doch, komm doch hier rüber. Zack, ihr kleinen Pisser. So sieht's nämlich aus. No Hit. Miniboss sind die mit nur einer Phase, okay. Also du meinst gar nicht die Jagdpunktmonster. Sondern welche, die schon Bossleiste haben, aber dann hat nur eine Phase, oder? Ist okay. Hätte ich jetzt als normalen Boss bezeichnet, nur nicht als Müll zweite Phasenboss. Komme ich hier nicht runter? Doch. Ach, jetzt mache ich keinen Müll, Mann. Na, okay, cool bleiben. Die habe ich den Strang damals geholt, ne? Okay, also hat mir jetzt nicht allzu viel gebracht. Der Weg nach unten. Jetzt bin ich natürlich eh gerade hier. Jetzt könnte ich auch dann halt hier unten erstmal kurz aufdecken, ne? Bevor ich dann da oben. Aber ich muss da nochmal hin. Das heißt, hier. Hier auf jeden Fall nochmal hin. Und dann jetzt links. Oh. Oh, es ist geil mit dem Schweben, ey. Ist ja komplett easy jetzt. Oh, rechts geht's auch noch her. Ja? Nee, hä? Muss unten sein. Eine Perle. Da hinten ist noch ein Brocken oder eine Scherbe. Frage ist, ist da unten irgendwas? Nee, ne? Was soll das sein? Ich bin so ein Großheld. Was bist du für einer? Hallo, wo ist die Strat?
Ma! Oh Gott, was ist das für eine Müllgegend? Stratus Perry, oh, da hätte ich auch selber drauf kommen können, ehrlich. Da hätte man auch selber drauf kommen können. Naja. So, der Part macht es jetzt komplett sahnig hier, ne? Mit dem Double Jump. Der fröhliche Segler. Wow. So, jetzt wieder unten lang und dann unten oben lang. Scherbe mal ausnahmsweise. Ja, komm. Die habe ich auch ganz besonders gern. Formloser Körper, geil. Kaputte Hülle. Ich hoffe, da war nichts. Eine Zwischenetage. Wirbelaxt. Zum Schluss das Wirbelschwert und die Wirbelaxt. 30 Stärke. Klingt irgendwie wieder nach Seth, die Waffe. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Ich muss runter, ne? Na, oh, gib doch den Parry. Air Parry, das ist noch das Letzte, was ich mir noch wünschen würde. Ein schöner Luft Parry, das wäre halt auch geil. Und das könnten die eigentlich machen, ne? Was spricht dagegen? So, eben bin ich hier lang gegangen und dann hier runter und da bin ich dann gestorben. Jetzt gehen wir einfach den Weg hier, dann kann ich nämlich den Weg nach unten noch abchecken und direkt das hier vielleicht auch. Und vielleicht hier das auch noch direkt aufmachen. Also links. Ey! Bist du nicht tot? Was war das denn schön für eine? Da war ein Jagdpunkt drin. Ich habe keine Ausdauer mehr.
Okay. Form unser Torso. Ey, ruhig die Firma davon. Noch ein paar Level-Ups hätte ich nichts gegen. Da komme ich her. Okay. Warum ruckelt das? Warum hängt das manchmal so ein bisschen? Okay, hier runter müsste was sein. Hier nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es ja komplett geschenkt, solche Moves hier. Oh oh. Brauche ich einen Double Dash? Oh Gott. Ah, ich erinnere mich auch dran an die Stelle hier. Da war halt ohne Schweben, kannst du es ja komplett vergessen. Hauch des Erwachens. Hier ist wieder dieses krasse leuchtende Ding. Ah, warte, da geht's wieder nach oben. Ich weiß, wo es da hingeht. Komm jetzt. Die Farben sind verblasst. Wie die Wärme meiner Wiege. Der sagt was anderes jetzt. Nur flüchtige Gedanken. Es ist das Kind. Vorher war es doch nur ein Gedanke. Fragmentierte Träume. Werden sie sich jemals zusammenfügen zu meinem Herzen? Werde ich jemals meine Farben sehen? Werde ich jemals sein werden? Verät. Du, ich kann dich sehen. Du bist sowohl hier und dort, außerhalb des Traums, wo meine Augen sehen können, aber nicht ich, nicht ich. Bist du wahrhaftig ein Körper, eine Schöpfung nicht aus meinen Gedanken und deren Schatten, sondern etwas Neues? Oh, wie aufregend. Und deine Oberfläche ist so lebendig, wie die eines, eine Erinnerung. Erinnerung, ein Zuhause, ein verlockender Umriss, eine Falle, die Dunkelheit umreißt, Shahor. Die Sicht ist verschwommen. Ich muss sehen, näher an die letzte Erinnerung, den letzten Anblick. Ich muss sehen. Du. Nichts gemacht. Ist das das Kind? Süd, ein Loch in der Anderswelt, Spiralherz. Das bedeutet, oh nein, oh nein. Okay. Punkt, Punkt, Punkt. Traumtrophäe. Kommuniziere mit dem Kind. Neonatales Leovolam. Neonatales Levolam. Neonatal, also neugeboren, ne? Neonatal, für die Lateiner unter uns. Ist doch ein Klacks, oder?
Ja, ne, Neo, neu, natal, geboren, geboren, neugeboren. War sehr informationsreich. Ja, selbst du musst halt zwischen den Zeilen lesen. Aber wo ist jetzt das neonatale Dings? Da, neonatales Levolarm. Kann verwendet werden, um endlich oft zum zuletzt. Achso, also ein Heimkehrknochen, Unendlichkeit, okay. Also ich denke ja mal, das Kind ist halt irgendwie so hier. Es gibt ja diesen Shikra oder Shika oder wie der Typ heißt, für den ich die ganze Zeit die Aufträge erfülle. Und der will wahrscheinlich das Kind vernichten bzw. verhindern, dass es neu in Existenz kommt. Und das Kind hat sich halt irgendwie in diese verschiedenen Bosse eingepflanzt, um irgendwie neugeboren zu werden oder so. Und weil ich die Bosse jetzt gekillt habe, ist wieder die ganze Kinderseele hier in dem leuchtenden Pott. Das ist mein Call. Hat auch 20 heimgekommen oder so, ja, okay. Aber egal, dann braucht man die wenigstens nicht verbrauchen und kann die verticken oder so. Okay, da komme ich nicht hoch. So, rechts, links wird es noch runtergehen. Würde ich sagen, bringen wir nochmal den Segler. Oh, hier ist nix. Das wird auch wieder komplett leicht zu sehen hier. Was ist Shem? Keine Ahnung. Vered? Auch keine Ahnung. Tja, kann ich leider nicht helfen. Ich kann mir vorstellen, er wartet vor diesem roten Eingang. Du meinst vor diesem ganz kranken Ding hier oben? Bei ihm? Ah, vielleicht sind das auch. Vielleicht ist hier unten das eine Kind und hier unten ist das rote. Hier oben ist der rote Bruder oder so. Der schwebende Boss. Wir sind flüchtige Gedanken vom Kind. Sie können sich nicht zusammenfügen. Avut. Etwas drängt sie auseinander. Na, das bin wahrscheinlich ich. Ui. Jetzt sind wir nochmal kurz da vorbei, ob die neuen Gedanken jetzt wieder was Neues bewirkt haben. Hallo Kind! Nein, da ist nichts, okay. Was ich mich halt hauptsächlich frage ist, könnte man jetzt einfach oben in dem Himmel das Ende spielen? Und das hier ist komplett optional? Oder nicht? So, warte, okay, jetzt hier unten habe ich. Und da nach oben komme ich nicht, da komme ich aber wahrscheinlich von da oben hin, ja, okay. Das kann man eigentlich mal eben machen, ne? Da kann ich mich ja locker rüber chieseln. Mit dem Schwebenden. Ha! Ah ne, geht doch nicht. Scheiße. Nee. Oh, man muss vor dem Himmel noch da runter. Ja, aber ich bin ja jetzt gerade unten, also. Wenn jetzt nicht noch irgendwo in der versteckten Ecke irgendwas kommt, was Progress in irgendeiner Hinsicht bedeutet, dann musste ich ja als nächstes zum Himmel. Es gibt ja eigentlich nichts mehr, außer halt die ganzen unentdeckten Ecken. Nach dem Himmel, genau. Ja, das könnte auch sein, ne, dass man nach dem Himmel storymäßig hier runter muss. Ich hoffe halt nur, also was ich mir wirklich wünsche, ist, dass nicht irgendwie das Spiel dann vorbei ist und du hast die Chance nicht mehr, weißt du? Ich hoffe, dass es über Hollow Knight, dass du das Ende spielen kannst und dann einfach das Spiel schon wieder laden kannst und dann noch das Special Ende machen kannst oder so. Und nicht irgendwie wieder von vorne.
spielen muss. Ansonsten würde ich halt einen Cloud-Save machen oder so, weißt du? Das müsste man eigentlich mal in naher Zukunft mal ergoogeln. Ob es irgendwas Verpassbares gibt. Oh. Wow. Der Double Jump Oberminister ist wieder da, Freunde. Scheiße. Ah ne. Was ist Cheese? Man weiß es nicht. Da käme ich auf jeden Fall runter und auch wieder. Ne, hoch komme ich nicht. Ich habe noch zwei Gebiete. Das ist schon geil bei Hollywood. Ja, da finde ich, haben die das richtig geil gemacht. Dass man quasi nichts storymäßig verpassen kann. Du kannst immer wieder den Spielstand laden und dann das andere Ende machen. Ist schon sehr, sehr geil. Aber so wird es auch, finde ich, so ist es am besten. Weil du hast ja keinen Bock, unbedingt jetzt alles nochmal zu spielen. Ich meine, ja, New Game Plus und so, okay, man würde nicht nochmal ganz von vorne anfangen müssen und so, aber ich hab's lieber, wenn ich das in einem Playthrough machen kann. Warte mal. Hä? Ach so. Ah, okay, ich hab's verstanden. Okay. Nee. So, das ist fertig hier unten. Zwei bevor der Himmel kommt, okay. Warte mal, aber hier geht's ja noch rechts, hier geht's doch links irgendwie noch rein. Was ist das? Für ein Scheiß. Wir fühlen nichts. Dennoch schwach alles überall. Innerhalb karger käfige Körper aus Staub. Junge, sprich doch deutlich. Sieht nur so aus. Aber das ist aber ein bisschen blöd. Ne? Die sollen schon die Map ordentlich darstellen. Aber okay. Dann war es das jetzt hier unten. Ne? Dann könnten wir jetzt hier oben mal direkt mal als nächstes schauen. So direkt um die Ecke. Okay, hier ist noch eine Shortcut-Tür. Wie komme ich da hoch? Scheiße. Kann sein, dass man nur von oben hinkommt. Kack. Scheiße. Okay, geht nicht. Okay, ich könnte mit dem Ding hochfahren und dann, ja komm, das kann man machen.
So, jetzt könnte ich ja mal kurz zum Stein. Ist halt ein bisschen Aufzugfahrerei, ne? Ah, und was ist eigentlich hier mit dem Gebiet? Ja, aber das Problem ist, wenn ich halt jetzt sterbe, dann bin ich ja wieder sonst wo, weißt du? Ich glaube, ich gehe eigentlich einmal kurz die Aufzugtour. Ist ja nicht so weit, wie es aussieht. Dann werde ich auch noch mal kurz mit Chitra reden, ob der irgendwie noch was Neues zu erzählen hat, weil ich jetzt mit dem Kind ja gequatscht habe. Hey, war der gar nicht mehr da? Oh, mir fehlen 700. Die mache ich aber auf eben. Oh, 3000. 1000, da kann ich sogar zwei Level-Ups aufmachen. Fast zwei Level-Ups. 500, okay, noch einen 600er aufknacken. Irgendwo wird ja auch eine Geschicklichkeitswaffe mit 30 Voraussetzungen sein, ne? Die würde ich natürlich auch noch gerne einsacken. Dann bräuchte ich nämlich nur noch einen Punkt auf Geschicklichkeit, dann könnte ich mir die direkt holen. Ah, guck mal, der hat auch so Waffen, ne? Die sollte man sich auch dann vielleicht alle holen. Im Sinne einer Trophäe. Ah, und der hat auch eine Rüstung, okay. Okay, also ich brauche eine ganze Menge Masse. Dann. Und hier sind ja auch noch Wege und so, ne? Also wir können überall noch so Kleinigkeiten, überall. Boah, wie umständlich das war, am Anfang hier hinzukommen, ne? Zu krass. Jetzt ist das Movement da. Hier bin ich richtig. Nee. Da hoch muss ich, da oben. Hey, wo ist das Ding hin? Achso, darüber, oh Gott.
Da hatte ich zum Beispiel auch noch ein Item. Auf keinen Fall. Ja, geil ist, dass sie es so gemacht haben, dass man auch ohne Double Jump hier schon voll viel erreichen kann. Das ist schon nice. So, jetzt muss hier unten noch irgendwo das Item sein, oder? Da ist es, oh Mann, ey. Wo ist es? Da. Oh. Erwachte Knochen, die ganze Rüstung. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Ach, come on. Shit. Haben immerhin die erwachten Knochen schon mal rausgeholt. Hallo? Wie kann ich den nicht hochziehen? Dann so. Das war auch das Ding hier oben, ne? Ja. Geht hier gar nichts. So, wieder oben. Soll ich jetzt einfach meinen YOLO-Jump nach rechts machen? So den ultimativen Segel-YOLO? Oder hier nach Plan weitergehen? Weil ich glaube, nach Plan bin ich ja hier sogar und dann kommt man ja wieder im. Ich mache den YOLO-Segler.
fröhliches Absegeln. Aber hier war ich halt auch schon, ne? Das hier ist hier der Glockenraum. Ja, da war ich schon. Ich muss eine Etage weiter runter. Jetzt hier gucken. Hier. Come on. Hier wäre ich ja easy hingekommen. Okay. Alles für die Map. Und da ist mein scheiß Ding. Okay. Mein Brocken. Jetzt bin ich wahrscheinlich dann wieder hier, ne? Okay. Säulenfragment. Vollständige Hülle, geil. Hier ist sonst nichts mehr, glaube ich. Okay. Oh, Shira ist tatsächlich weg. Ich meine, ich kann jetzt die Waffen so aufrüsten, deswegen kein Problem, aber er ist weg. So, ho, ho. Jetzt fangen wir mal an mit der Map. Aber mal ein bisschen systematischer. Hier, das allererste ist anscheinend klagende Grotte Tiefen. Gehen wir dahin. Hetzer. Unruhestifter. Oh. Sorry. Ah, stimmt, hast du geschrieben, Dari, alter Scheiß, alter, gute Besserung, Mann. Was hast du denn oder wie geht's dir? Also so typisch Grippe, Erkältung? Weil das hatte ich auch, ist gar nicht lange her. So ein Abfuck. Ey! Da wollte ich mal einen leben lassen und schon werde ich angegriffen. Items zu sich zu ziehen, okay, auch geil. Vielleicht ist das auch dann, obwohl, ne, das war da in dem Palast auch, glaube ich, nicht die Lösung. So, guck mal, von hier ist man ja runtergefallen. Da kommt man wahrscheinlich auch nicht wieder hoch. Oder würde ich aber trotzdem gerne probieren. Ich muss nach links dafür. Das will ich einfach mal aus. Als würde sich der Nasenflamme der Nase bewegen, ey. Das klingt ja super ekelhaft. Einfach lebendiger Nasenschleim. Ah, hier kommt wieder das Tutorial.
So, da sind wir am Anfang. Na, nur eine Scherbe, aber. Junge, okay, jetzt geht's los. Jetzt kommen die Special Ways, Leute. Ist die ganze Zeit niesen, der Boah, das ist schon Abfuck. Ja, auf jeden Fall gute Besserung, Mann. Mögest du schnell wieder gesund sein. Oh. Alter, hier sind jetzt so die ganzen Gewege. Was ist denn los? Junge, verziehst du dich? Boah, da wenn man hier ganz am Anfang reingegangen wäre, hätte man es aber schwer gehabt. Dafür hätte man halt auch 3000 Masse schon am Anfang bekommen. Purpurfarbene Ausrüstung. Das Komplettpaket. Und hier ist Ende, okay. Aber geil, ne? Das ist direkt mal ein Tipp für einen am Anfang. Einfach da schnell durchjieten, sich die Scherbe holen und die purpurfarbene Rüstung. Dann hat man direkt am Anfang ein gutes Set. Und vor allem direkt ein vollständiges. Nice Special, ja, auf jeden Fall. Das war's aber jetzt, würde ich sagen. So, jetzt alle Sinne schärfen und alle Augen und Ohren offen für die geheimen Wege. Ich sag's ja. Ich sage dir ja immer wieder. Dann habe ich doch nicht alles bis auf Irrbau und Himmel. Okay. Ja, alles ist wahrscheinlich auch schwierig. Ich werde das auch so machen, so wenn mir am Ende dann wieder eine Rüstung fehlt oder so, google ich einfach, wo die ist. Keine Zeit aktuell, um mich damit jetzt noch monatelang aufzuhalten und dann immer die ganze Map abzusuchen. Aber ich mache jetzt halt einmal einen manuellen eigenen Cleanup. So, hier wären wir doch auch sonst nicht hochgekommen, oder? Aber von der anderen Seite wäre man runtergekommen, ja. Wie schön auch hier alles gewonhittet wird, das ist sehr schön. Der unbesiegbarste. Okay. Weiter geht's im Text. Das hier habe ich. Aber hier unten geht's ja zum Beispiel noch weiter rechts beim Stein.
Na komm, mach mal eben voll. Okay, warte mal, was ist das denn jetzt hier für eine Nummer? Weil ich so wenig Platz habe, um nach oben einen Double Jump zu machen, ist ja halt das Problem. No. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Oh nee. Mit Schweben vielleicht einfacher, habe ohne auch ein paar Tries gebraucht. Ja, aber auch mit Schweben habe ich ja kaum. Aber ich meine, du hast schon recht. Ich kann jetzt halt diesen. Nee. Naja, genau, man hat ja keinen Platz nach oben. Aber hast du hingekriegt? Also es geht. Geht's hier nicht irgendwo hoch oder so? Okay, es geht, aber es ist ja Hardcore, Hardcore. Wie soll das denn ohne Schweben gehen? Ah, vielleicht mit dem Sprint anstarten? Nee. Da ist, glaube ich, noch leichter, wenigstens in der Luft noch. Also einfach mit Dashen lieber. Jo, Junge, der war ja wohl Pro-Skill. Das Clownschwert. Sieht halt aus wie eine Axt. Ja, aber scheiß Skalierung auf jeden Fall. Ja, und jetzt? Man muss wieder so den Weg zurück. Oh, nicht. Ich sag mal, das lasse ich durch, das kann man durchgehen lassen. So, das ist auch geklärt. Dann checken wir jetzt mal hier rechts noch kurz den Bereich ab. Oh, diese geilen Vasengegner, ne? Die sind auch nie mehr wiedergekommen. Boah, stimmt. Am Anfang konnte man sich immer noch so geil voll machen mit dem Absorbieren. Weil du fast jeden Gegner einfach one-hitten konntest mit dem Parry. Was ist hier oben?
Ah, wieder hier, okay. So. Soweit, so gut. Aber was ist denn hier oben? Wie kann man denn da hin? Warte mal, soll ich mal zurück? Hä, wo war? Was war denn da? Da hoch. Ah, hier, okay. Da erinnere ich mich dran. Hier ist auch nichts. So, gleich kommt die erste Markierung. Guck mal, da sieht es auch so aus, als wäre so ein kleiner Durchgang nach oben. Ne? Krass, den konnte man sogar ziehen, gerade den Gegner. Theoretisch. Da oben ist doch auf jeden Fall was. Ja, da ist auch genau meine Markierung, aber. Da reicht auch ein Double Jump nicht. Ne, auf keinen Fall. Auch nicht vom Gegner aus. Ne, das springt auch ganz komisch. Okay, dann muss das ja. Vielleicht von hier irgendwo rein oder so und dann runter. Map gibt da irgendwie nichts mehr her. Hey, die Vase hat mich runtergeschossen. Irgendwo runtergehen. Jetzt bin ich schon wieder viel zu weit weg davon, oder? Aber wie soll man da hinkommen? Was ist das hier für ein Ding? Einfach ein paar Augen. Self, hast du zufällig schon rausgefunden? Wie man da hochkommt? Also hier, das ist jetzt, ich bin doch safe schon zu weit. Doch locker irgendwas übersehen. Aber wieder doch einfach 13 Masse geben und so. Also hier rumzurennen bringt halt gar nichts, ne?
gerade die Map nicht. Aber ich zeig dir jetzt erstmal, was ich meine. Ja, ich bin ja schon da. Hier, genau hier. Hier hoch. Wie komme ich da hoch? Weil da oben ist ja was. Ne? Hier oben sieht man ja auf jeden Fall was. Und hier von dem Mapstein auch aus auch. Da oben ist auf jeden Fall was. Linke Seite. Linke Seite von was? Hier? Boah, das hätte sogar fast geklappt. Oder viel weiter. Ne, hier ist ja schon ein Mapstein. Das sieht auch irgendwie verdächtig aus, diese kleine Nase da, aber. Habe ich ja schon probiert. Also hier. Von links anspringen, nicht nach rechts. Nicht von rechts, ja, hier. Also meinst du hier, an dieser Stelle hier? Nee, geht nicht. Aber das sieht ja tatsächlich auffällig aus hier. Ich würde sagen, geht nicht. Halt dich doch da fest an der scheiß Kante, Junge. Ich sehe doch, dass da. Das geht halt auch nicht. Kann ich den Stein hier verschieben? Nee. Geht nicht. Ach, du bist so ein. Funktioniert nicht. Okay, dann gebe ich mich erstmal geschlagen und. Muss das später nochmal angehen, aber auf jeden Fall ist da ja was. Dann lasse ich die Markierung halt da. Krass. Aber kein Plan. So. Das sind natürlich wieder 1000 Wege. Vielleicht würde ich auch einfach mehr so hauptsächlich nach meinen Markierungen und nach Maps gehen, die noch nicht aufgedeckt ist. Und nicht wirklich nochmal alles abklopfen. Vielleicht einmal kurz hier unten. Okay, da ist er auf jeden Fall noch direkt mal was. Ah, ihr Bau. Der ist tatsächlich ja noch neu. Das ist eins der Gebiete, die noch fehlen, ne? Da gehen wir auch direkt mal rein. Und hier ist auch direkt eine Markierung für einen Double Jump. Ja, ich erinnere mich auch noch dran. Hier. Jetzt kommen wir nämlich hier easy hin. Zeig nochmal Map. Ja, hier. Das war hier die Stelle. Die hier, wo der gelbe Markierer ist. Quasi direkt in der Nähe vom Mapstein von Klagende Grotte.
rechts davon. Ja, dann checken wir nochmal ihres Bau ab, oder? Ah, den Mapstein hatte ich sogar schon. Das ist ja komplett geil. Erstmal auf entspannt gehen, einfach mal eine Runde hier durch. Ohne groß Plan. Wow! Oh, zu früh. Der Jagdpunkt. Hartes Gebiet, deswegen auch aufgespannt, okay. Wenn du das schon so sagst. Na, schauen wir mal. Ich dachte schon. Ah, da oben geht es zu einem Stein. Das ist dann auch ihres Bau. Ist das der ihr Baustein? Muss das so dunkel hier sein? Ist ja komplett schon wieder düster, dann ist 2000. Okay. Zu züchten gibt's nichts. Und hier ist die formlose Wüste. Okay, okay. Aber was ist das jetzt hier schon wieder? Warum ist da mitten im Nichts so ein gelbes Symbol und hier auch? Und da auch und da auch und überall. Okay. Ich wollte eigentlich den Map Cleanup machen, aber ihr Bau gehört ja in gewisser Weise mit zum Map Cleanup. Aber jetzt fühle ich jetzt irgendwie mal das hier kurz abzuchecken. Ja, komm. Ihr muss warten. Da! Das Ding! Ah! Oh nein, das ist... Das ist das Ding, weshalb Zephyrik wahrscheinlich meinte, eine Fähigkeit, um Items anzuziehen. Davon gibt es noch eins. Okay, pass auf, dann markieren wir das aber jetzt mal auf ganz konkret mit Rot. Rot heißt Item ansaugen. Okay. Gelb ist aber jetzt keine Ahnung. Rot ist Item ansaugen und grün ist, weiß ich noch nicht. Brauche ich noch nicht, wenn ich es überhaupt brauche. Warte. Erstmal, der kann weg.
Easy. Wow. Nett, dass der einen nicht mal wieder getötet hat, dass man am Anfang ist. Lebendiges Fleisch, ja. Links geht's auch noch weiter. Junge. Der konnte gar nichts. Wie, und das gibt jetzt weder einen Jagdpunkt noch ist hier irgendwas. Das kann doch schon wieder nicht sein, oder? Das ist doch schon wieder unglaubwürdig. Aber ist anscheinend so. Und wieso ist da jetzt keine Map aufgedeckt? Boah, ich wollte gerade zur Seite wegspringen, ey. Bogennägel, okay. Aber hier ist ja auch noch ein Weg nach oben. Muss noch ein Weg nach oben gehen. Das könnte aber das hier sein. Vielleicht aber auch nicht. Oder das hier. Mal kurz den hier. Nice, noch ein Jagdpünktchen. Dann komme ich hier nicht mehr hoch. Okay. Boah, das ist auch wieder. Was hat mir das denn jetzt gerade bitte gebracht? Dieser Weg da. Ich hätte einfach hier runterspringen können. Seltsam, seltsam. Das ist Free Atem, sage ich dann nur. Okay, den habe ich. Aber was ist jetzt da hoch? Hier hoch komme ich ja trotzdem nicht.
Gott. Muss ja von woanders auskommen. Aber hier war ich jetzt schon. Eigentlich ist das jetzt schon der Bullshit. Hierher zu gehen. Ja, das ist Bullshit. Ich check jetzt noch den da ab und dann kann ich mich eigentlich wieder verziehen. Jetzt bin ich ja genau drauf, ne? Was ist das denn hier schon? Was habe ich mir hier markiert? Wahrscheinlich das hier, ne? Dass man hier nicht hochkommt. Ne, das muss da unten sein. Doch, das wird sowas, das wird wahrscheinlich der Jump hier gewesen sein. Naja. Okay. Also es ist auch ein bisschen mies, dass manche Sachen auf der Map einfach nicht angezeigt werden, ne? Also manche Sachen sind einfach off-Map. Das ist ein bisschen blöd. Um das Wesen weine. Hier war der erste Boss damals. Ah, der hier, geil. So, wir sind wieder da. So. Oh, was ist das da hinten? Ach, das ist das Item. Ja, ja, gut. Ab nach Uhr. Kann nix. Oh, nice. Mal direkt mal mitnehmen. Erster Ür, Hände. Oh, Rüstungsset.
Erster Ölbeine. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, man findet immer zwei von den Set-Teilen leicht und das dritte ist dann irgendwie ultra versteckt. Hatte ich jetzt schon ein paar Mal, dass ich so die ersten zwei Teile relativ schnell gefunden habe. Und dann beim dritten hat's irgendwie, habe ich es nicht mehr gefunden. Ah, das ist nur von der anderen Seite, okay. Hallo, werfen. Werfen. Alter, das dauert ja Jahre. So. So, warte, von hier oben, da war ich anscheinend schon, aber anscheinend irgendwie wieder nicht. Ja, man muss auch mal aufpassen. Eine Map aufgedeckt heißt nicht gleich alles auch geholt. Weil es sah eigentlich aus, als wäre ich hier schon gewesen. Jetzt da links runter oder hier runter? Ist die Frage. Mann, ihr dreckigen Penner. Ja. Der Speerwichser. Oh. Ja, weil die wieder alle gleichzeitig kommen. Weißt du, kommen einer nach dem anderen, dann sind die überhaupt kein Problem. Aber auch geil, dass man so bei dem letzten Auftritt dachte man noch so kurz davor, wo der meinte, hier guckt ihr was an, was wir gebaut haben, und dann sah es aus wie so ein Flügelumhang. Und man dachte, geil, man bekommt einen Gleitsprung. Und dann bekam man ihn nicht und dann bekommst du aber bei dem Geier trotzdem einen Gleitsprung. Also einen Gleitskill. Schon ziemlich nice. Okay, again. Erstmal runter ins Dickicht. Nagel. Nie benutzt. Warte mal, auf falsche Richtung. Hier ist der Dude, okay. Komme ich da wieder hoch? Das dauert halt zu lange, um die so zu killen.
Da unten sind jetzt die ganzen Wichte, ne? Da muss man jetzt mal gucken, wie kann man das schlau machen. So. Komm mal hier rüber. Ja, genau, genau. Noch ein Stück. Siehst du, kommt einfach einer nach dem anderen, dann ist alles kein Problem. Dann gibt's aufs Maul und alle sind glücklich. So, das ist erstmal hier irgendwie eine Art Shortcut-Tür. Hallöchen. Oh, das ist ein Jagdpunkt, Boy. Und er kassiert. Ah, das ist jetzt natürlich auch nice, ne? Durch den Map clean und so bekommt man erstmal noch richtig schön die Jagdpunkte. Ah, und hier ist der Mapstein, hier war ich ja hundertprozentig schon, okay. Dann kann ich jetzt hier runter. Ja, Junge, ich kann den ganzen Tag machen. Du nicht. Geschwungene Glewe. Sef? Glewe an Sef? Die geschwungene, hast du die schon? Wo ist sie? Hier. Die andere Zähne ist 10-mal geiler, okay. Sieht auch nicht so geil aus von den Werten her. Die sieht wenigstens optisch schon ziemlich geil aus. Oh, aber hier ist ja auch wieder eine Wand, ne? Zumindest, vielleicht ist es auch manchmal trügerisch. Wow. Ah, komm. Ich wollte nicht heilen. Okay, aber ich konnte es gebrauchen. Okay, das ist kein Problem. Das lief nicht so gut, aber ist okay. Okay, cool, cool. Das sieht doch schon alles ziemlich ready aus. Die Frage ist, war ich hier oder hat er das nur wieder aufgemacht? Also hat er das so schon mal aufgedeckt, aber... Ah, doch, 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 ich erinnere mich an, da war es eben. Hier war genau ein Item. Alles klar, da war ich. Okay, cool. Wieder ein Jagdpunkt. Zu früh. Boah, jetzt kann ich ja bald mal richtig die Jagdpunkte reinsammeln, ey, das ist ja richtig geil. Ja, und auch so, also diese Dolche, ne? Kein Bock eigentlich mehr drauf, weil ein bisschen Reichweite ist schon essentiell hier in dem Game, finde ich. Also es ist schon übel, wenn du hier, boah, wenn du hier so nur diese Dolchreichweite hast. Haben wir jetzt gerade wieder richtig gut gesehen bei dem Gegner.
Oh, langsam wäre ein Stein ganz geil. Ne? Und ich habe auch hier noch keinen Stein. Es sei denn, der Stein zählt als ihr Stein. Aber ne, der war ja als formlose Wüste aufgedeckt. Das waren ja genau die beiden aus der formlosen Wüste. Das heißt, hier unten muss es ja eigentlich noch einen Stein geben. Und der kommt genau jetzt. Und zu langsame Waffen auch nicht so toll. Ja, genau, deswegen so ein Schwert hier ist schon nice, finde ich. Das war ja an dieser sengenden Sense oder was das da war, ne? Oh, da ist der erste Ir. Jetzt habe ich die erste Ir-Rüstung vollständig. Okay. Also bei dieser sengenden Sense habe ich das auch schon gedacht, so, die war zu langsam. Oh, nö. Oh nö, was soll das denn jetzt? Jetzt kommt man hier gar nicht weiter. Kann man sich dann jetzt einfach durchschießen? Das ist ja komplett abartig. Jetzt ist das hier quasi schon alles und man muss vom Düsternest aus hier nach links vielleicht rein oder was? Oh, fühlt sich zumindest jetzt gerade so an. Ich habe ja hier alles aufgedeckt. Das ist ja Müll. Ja, aber hier ist sonst nichts. Ihres Bau, ey, vielmehr ihres komplette Verarschung. Okay, dann lass mal gucken. Also ich denke mal, man kommt dann hier von der anderen Seite aus rein. Ne? Die Frage ist nur, gibt es hier irgendwo runter? Was ich weniger glaube, oder geht es vom Düsternest aus hier nach links? Und dann hier so, weißt du? Das könnte ich mir eher vorstellen. Das heißt, ich muss zur Schlingerhöhle. Schlingerhöhle und dann den Weg hier gehen. Oh, und ein Level Up ist am Start. Oh, und fünf Dinger. Dann nehmen wir doch glatt mal hier maximales Leben hoch. Weil, guck mal, bei 20 Leben plus 35%, das ist stabil. Und buh. Jetzt brauche ich 5 für das letzte Level. Oh, ich habe auch noch wieder ganz neue Dinger hier, ne? Alter Schwede. Ah, oder sind das alle? Habe ich quasi jetzt alle gelernt? Ist das genau die hier? Nope, also noch nicht alle gelernt, meinst du? Also sind mehr, weil das wird doch jetzt wunderbar passen. Es ist genau einmal das ganze Feld voll. Gibt es noch Seite 2? Oh Mann, okay. Weil ich wollte gerade die Theorie aufstellen, dass nämlich, und das hätte nämlich voll Sinn gemacht, dass diese Trophäe für du hast alle Beutedinger entdeckt, dass das genau für du hast alle Fähigkeiten Beutedinger entdeckt, weißt du? Also du hast quasi alle Skills freigeschaltet. Aber nein, Seth kommt natürlich noch mit der zweiten Seite. Zwei heilende Splitter fallen, wenn du Schaden erleidest. Die Splitter heilen beim Aufheben 10% des erlittenen Schadens. 10, 20, 30, vielleicht auch 40 oder 50%. Naja, weiß ich nicht. Erhöht die Geschwindigkeit der Kraftregeneration um 15%. Oh. Das Ding ist, so langsam habe ich, glaube ich, genug Ausdauer, ne? Verursache 25% mehr Schaden, wenn du. Achso, komm, ich lerne einfach mal den. Ich habe auch noch jetzt echt genug Perlen, also im Notfall kann ich ja hier auch noch mal ein bisschen umskillen. Die Sachen oben, glaube ich, werde ich so lassen.
So, Schlingerhöhle. So, hier ist natürlich auch direkt wieder, ne? Hier wäre noch was, da wäre noch was. Aber wo ich hin will, ist hier. Und da wäre auch noch was. Komm, machen wir mal eins nach dem anderen. Gucken wir erstmal kurz hier links unten. Ist ja nicht weit. Was ist das? Also, achso, das ist so einer. Ja, okay. Die Zahnhöhle sind wir ja hier. Oh, keep. Okay, Boss. Oh, aber der macht einen sehr guten ersten Eindruck. Außer dass ich ihm keinen Schaden mache, macht er einen schönen Eindruck. Habe ich nicht gezogen, nein. Zu früh. Tot. Ja, ein guter erster Eindruck. Ein schöner erster Eindruck. Die Krabbe. Der Krebs, wie wir so mal. Aber cool, einfach mal ein Überraschungsboss, finde ich nice. Boah, Junge, er hat ja die Reichweite des Todes mit seinem Grab. Ah, zu früh. Zu früh Hüse in der Kombüse. Okay, der war easy. Die Kieferkrabbe. Atemkapazität erhöht. Wahrscheinlich sind drei so Balken das Maximum. Wie viele Wegen man auch hier immer bombardiert wird, ne? Egal von wo aus, es gibt immer drei neue Wege. Vier neue Wege, immer. Guck mal, hier geht's auch wieder hoch. Okay, da war ich aber möglicherweise schon. Unten ging es aber auch noch weiter, nicht vergessen. Also, man kann sich die Wege ja gar nicht alle merken. Ah, jetzt bin ich hier, wo ich eigentlich hin wollte, witzigerweise. Oder? Warte, warte, warte.
Oh. Okay, mies. Mieser Scheiß schon wieder, Mann. Komm schon, geh doch einfach hoch. Geht nicht. Es muss da von der Seite irgendwie reingehen, aber man sieht ja nichts. Also laut Map. Ah, hier, guck mal. Ist das nicht die gute alte, allseits beliebte Stelle von damals? Ja, aber es ist nicht der Weg, den ich will. Kein Plan. Und da auch kein Plan. Irgendwo geht's da hoch. Hier. Ach, man darf die Zähne nicht berühren. Müsste ich aber doch. Nein, wieder der komplette Reset. Perle. Scherbe. Und jetzt sind wir hier, aber nicht da oben. Markieren. Da müsste es ja links auch noch weitergehen. Hallo, wieso stehe ich so lange in der Luft? Und Stein. Halleluja. Einfach Stein. Ich beiß mir ins Bein. Okay. Okay, der geht da lang. Warte, wir hören es gleich. Muss das Vieh in die Sackgasse treiben? Da oben ist das da oben was? Ne. Dann muss er ja hier runter sein. Oh, ja, ja. Da ist er.
Da ist er, warte, wo komme ich sofort? Nach links scheinbar. Eine Rippe. Hätten sie da nach rechts wieder gegangen oder was? Gleich, zu dir komme ich sofort. Da unten ist er. Wo ist er hin? Da. Ist er jetzt in der Sackgasse? Yes, Helmut. Zangenglewe, die nächste Glewe. Und eine Rippe. Rippe, mehr oder weniger das Nutzloseste von allem. Also eine Niete. Der Zuhörer. Die Geräusche, Erinnerung, oh, großer, leidvoller Trauerweber. Die Mütter, sie kannten den Schmerz, aber sie dachten, wir könnten ihn vergessen, ihn loslassen. Übrigens, die Mütter sind dann garantiert auch irgendwas mit dem Kind halt, ne? Mutter, Kind, man kennt. Die Mütter sind die Mütter vom Kind. Sie konnten es nicht verstehen. Manche würden sich lieber daran verlieren, daran ersticken, ihr Sinn wieder runterschlucken. Oh, wie erbärmlich wir sind, zersplittert, ohne Bedeutung, ohne Ziel. Weine um uns, bis wir nicht mehr sind. Oh, Trauerweber. Oh, Trauerweber. Okay, was kommt jetzt? Sieht doch hier irgendwie schon wieder gefährlich nach. Wer bist du? Das minderwertige Amalgam. Ich sehe zu wenig. Ja, der erinnert aber ein bisschen an diesen einen Boss. Oh shit. Oh shit, wo ist der? Sag ich dir. Der ist zu weit weg vom Stein, als dass es Bock machen würde, da jedes Mal hinzurennen. Der ist, obwohl, so weit ist es nicht, aber der ist hier unten. Also eine hier Schlingerhöhle. Da ist hier links dieser Stein, den habe ich auch gerade erst gefunden. Und da ist auch noch ein Weg, oder was? Und dann hier unten links. Weil du mit den Zuhörern noch nicht geredet hast. Ist wie der allererste Boss so ein bisschen. Naja, aber ist schon ein bisschen härter. Ich kürze mal ganz kurz hier. Eine Etage unter mir. Das ist halt wieder eine Verarschung, ne? Ja, Verarschung. Also diese Map-Verarschung, ne, wo irgendwie, wo es aussieht, es wird noch weitergehen, tut es aber gar nicht, finde ich ein bisschen mäh. So, come on, Briette.
Scheiße. Also wenn man ihn gezogen hat, schön danach den Parry. Wenn man ihn gezogen hat, gezogen und Parry. Und Parry. Ah, shit. Wow, der Klatscher, Junge. Der Double-Sided Bitch Slap hat mich gewonnen, hat mich komplett gekillt. Touch und außen. So wird's gemacht. Wow. Scheiße, ich habe überhaupt keine Ahnung. Irgendwas mache ich falsch. Also das Ziehen und dann innen außen Parry ist cool, aber ansonsten passiert da viel zu viel und es ist alles viel zu grün. Alles viel zu grün und giftig neblig irgendwie, man checkt's nicht. Ich versuche jetzt mal meine Heilleiche wenigstens mal ein bisschen länger noch. Innen, außen, ziehen, ziehen, hat nicht geklappt. Achso, ich komme nur mit Dash an ihm vorbei, okay. So, der Boden geht manchmal weg. Ziehen. Innen. Außen. Kommt nicht. Ziehen. Innen. Außen. Alter, ich krieg zwischendurch viel zu viel Schaden. Ja, und der Boden geht halt immer weg. Das habe ich nicht im Auge. Und der hält aus, Alter. Der hält ja richtig viel aus. Ich muss mehr Schaden machen. So, ich habe auch hier noch einen 5000er. Zack. Noch zwei 3000er und 1500er. Zack, zack. Und jetzt erstmal 20.000 Masse reinsetzen. Schaden, Schaden, Schaden. Jetzt noch 300. Und leben.
Wo habe ich jetzt schon den Schaden gekriegt? Oh, der Parry hat nicht funktioniert, der zweite. Oh, der Bitch-Slap des Todes, Junge, Alter, Fick. Ah, eigentlich ein geiler Boss, das ist mir ein bisschen zu düsterig, neblig, grünig. Das stört ein bisschen die Sicht. Aber ansonsten von den Moves eigentlich ein geiler Boss. Wo habe ich wieder den Schaden bekommen? Der Bitch Slap! Oh Mann, okay. Aber es lief gar nicht schlecht. So. Die guten alten Bitch-Slaps. Ja, aber ey, der ist halt wieder. Der Bitch-Slap macht halt so viel Schaden. Der darf dich niemals erwischen. Niemals. Und gerade lief es schon richtig gut. Aber dann hat mich der Slap gebitcht. Ich meine, die Bitch geslappt. So, jetzt aber aufs Maul, oder? Weil jetzt habe ich es langsam raus. Kurz warten. Die Begrüßungshits. Diesmal auch nicht diese ominösen Schaden am Anfang bekommen, wo ich nicht weiß woher.
Der Bitchslap. Oh nee, die Runde war nicht gut. Ja, wie gesagt, es ist, der sollte sichtbarer sein. Dann wäre der richtig geil, der Boss. Also, dann wäre er noch geiler. Aber diese ganze Rumgesprühe und so, das nervt. Ich hab doch gezogen. Nein. Ausdauer. Fuck, in den Bitchslap reingef... und tot. Instant Bitchslap tot. Mann. Der One-Shot. Ah, in die Säure rein. Ja, das darf natürlich nicht passieren. Ich habe gezogen, Mann. Keine Ausdauer. Eben lief schon einmal so gut. Dann wurde alles vernichtet vom Bitchslap. Und jetzt läuft es wieder nicht gut. Scheiße, 11 Uhr. Ich muss morgen früh raus, Mann. Jetzt mach hinne.
Bitch Slap! Wow! Was hat mich da getroffen? Was hat mich denn da jetzt gerade schon wieder getroffen und hat den Run zerstört? Das war auf jeden Fall nicht der Bitch Slap. Nein! Nein! Auch dieser Bitch Fuck Slap, Junge. Es ist einfach nur der Bitch Slap, der einen fertig macht. Vielleicht darf man nicht mit Dreieck angreifen. Weil sonst machst du halt diesen Downstrike und bist dann erstmal am Boden. Wenn dann der Slap kommt, dann bist du halt tot. Aber ist halt eigentlich geil, weil wenn es klappt, dann macht es halt schön Schaden. Ne? Wieso springst du nicht hoch, Junge? Was ist mit dir? Wieso tut er es nicht? Na, okay. Schade. Müll. Drecksboss. Kompletter Müllfight. Einfach nur ein Müllspiel. Der hat halt legit gerade, ich drücke springen und er hoppt nur so ganz komisch hoch, so tief kann man gar nicht springen. Das ist auf jeden Fall verbuggt gewesen, ey. 100%. Oder irgendwas hat mich halt am Springen gehindert oder so, ich check's vielleicht einfach noch nicht. Okay, ich glaube, die Hand kann einen am Springen hindern, kann das sein?
Nein! Oh. Komm schon! Komm schon! Yes. Was? Irgendwas hat mich noch gekillt, Mann. Yo, Rano TV, moin. Hallöchen. Do boss fights feel draw out? What is draw out? So they feel very good, but also very salty. If you mean this. Alter, ich hatte ihn und dann bin ich noch irgendwie gestorben beim Ableben. Irgendeine Scheiße wieder. Ja, GG ist gut. Ich bin ja gestorben. Aber ich hatte ihn, ey. Da war wieder irgendeine Final Attack oder so ein Scheiß. Alter. Da stand erlegt. Ja, ja. Gucken wir mal, ne? Ah, tatsächlich. GG. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber gab es eine Trophäe? Hast du zufällig gesehen? Ah, ne, schon gut, da ist sie. Das ist ein geheimer Erfolg. Okay, aber war das jetzt die Trophäe auch für den Boss? Siehst du rein, Sef? No Spoiler. Spoiler Alert. Gegenstände ziehen. Mit ziehen kannst du jetzt fallen gelassene Gegenstände anvisieren, um sie aus der Ferne einzusammeln. Sekunde. Da ist es, ja. Ja, geil. Und ich bleib dabei, das war ein geiler Boss, aber es war mir hier zu grünig neblig. Es wäre cooler gewesen, wenn das irgendwie cleaner gewesen wäre. Oh, hier ist halt immer noch ein Secret Room. Komm, jetzt mach ich keinen dicken. Danke. Atemtautropfen, sonst nix. Ein Brocken und da war auch noch ein nieder Ding. Oder ist das nur für um hier hochzukommen gedacht? Hm. Ist da was, ist die Frage. Na, scheiße. Nee, da ist nichts. Okay.
Und da sind wir im Ihr-Bau. Ja. Schmeiß. Dauert so zu lange. Wow. Okay. Na, aber scheiße, ich muss jetzt eh ausmachen, ey. Ich muss morgen früh raus. Ich wollte eigentlich bis maximal 11. Kommt einfach ganz gut hin. Und nächstes Mal muss ich dann hier wieder lang und dann in ihr Bau. Und da geht's dann weiter. Und ich denke mal, hier ist dann irgendwie auch der Weg, der hier irgendwie endet. Und dann kann ich hier den Shortcut aufmachen und hier wird irgendwo noch ein Boss dann rumfliegen. Den kann ich jetzt holen. Ja, das war's. Das andere ziehbare Item habe ich noch nicht gefunden. Dann kann ich da eben Level Up machen. 5-5. Ja, und dann selbst lass mal irgendwie. Ich muss ja gucken, so, ne, aber lass mal irgendwie, also wenn du Bock, oder zwischendurch mal Zeit hast, also versuch mal rauszufinden, ob es ein verpassbares Ende oder sowas gibt. Also ob man irgendwie, ob sich Cloud Save hier lohnt oder ob man. Oder ob man in einem Zug alles bekommen kann und so. Geil, dass man ihn noch gefunden hat. Ja, auf jeden Fall. Kannst du jetzt auch holen und dann kann man das Item rausziehen. Und ja, dann schauen wir mal. Also wäre auf jeden Fall ja geil zu wissen, ob man da irgendwie irgendwas beachten muss oder ob man vielleicht einfach nur irgendwas Bestimmtes machen muss für alle Trophäen, was man verpassen könnte oder so. Wenn ich Zeit habe, google ich auch mal, ob es irgendwas missable gibt, ob es irgendwas Verpassbares gibt. Und dann, ja, boah, ich kann es nicht erwarten, Mann. Ich will weiterspielen. Das ist so schlimm. Ich hasse es. Also ich hasse es, wenn man was anderes machen muss und lieber spielen will. Aber der Rest, der war, also morgen Abend habe ich vielleicht noch mal ein bisschen Zeit. Das wird aber morgen wahrscheinlich ähnlich aussehen wie heute. Also wenn überhaupt nur so eine ganz kleine Runde. Donnerstag ist dann Retro-Stream, Freitag ist Mario und Samstag ist auch Mario Meisterschaft. Und Sonntag ist dann ja Weihnachtsstream. Also morgen vielleicht noch ein bisschen und ansonsten kann ich erst Montag wieder spielen. Schlimm. Also Grind spielen. Okay, aber das war's dann für heute. Leute, macht euch noch einen schönen Restabend. Danke fürs Einschalten. Haut rein und gute Nacht.